Steine voraus, würde ich mal sagen. Und damit willkommen zur nächsten Folge Elder Scrolls Online. Laut dem Befehl des Generals versprochen, sollen wir bereit zum Abmarsch sein. Ja, wollen wir uns das mal angucken? Nein, komm, wir laufen jetzt von alleine durch. Okay, wir haben hier immer Schatten auf dem Boden. Die helfen schon mal. Puh. So, wo ist der zweite Felsen? Ich markiere mir mal kurz die Quest, fällt mir mal gerade auf. Huch, nicht auf die Map gehen. Ist das hier der zweite Felsen? Da kommt ein Stein. Ne, das ist nicht. Hier ist er. Okay. Da haben wir einen Toten. Sehr schön. Lächerlichst. Das hätten die ja wohl auch selbst machen können. Naja. Aber die Oger werden sich scheinbar zurückziehen. Wobei ich es ehrlich gesagt nicht sagen kann, weil da sind auf jeden Fall noch andere Spieler unterwegs. Und deswegen weiß ich nicht, ob sich die Oger tatsächlich zurückgezogen haben oder ob einfach nur jemand sie getötet hat. Das ist immer so ein bisschen... Ja. Kann ich nicht so genau sagen, wenn andere Spieler unterwegs sind. So, und dann benutzen wir mal das Kriegshorn. So. Da hat das noch einer gemacht. Dann haben wir hier gleich doppelt Unterstützung stehen. Und eigentlich sollten sie dann ja jetzt vorgerückt sein, denke ich mal. Ja, da haben wir sie auch schon stehen. Er ist einfach runtergesprungen. Nee, das wollte ich nicht machen. Was soll das heißen? Feldwebel Olfen ist beeindruckt. Er sagt, ihr habt Mut und seid schnell. Angenommen, ihr könnt kämpfen, dann haben wir den richtigen Helden gefunden, um diese Oger zu erledigen. Ihr habt schon so viele Heldentaten erledigt, da kommt's auf die ein oder andere weitere nicht mehr an. Ha! Es wird keinen Angriff geben. Ich kann keine Soldaten dafür entbehren. Abdurak meinte aber, ihr wärt ein echter Champion. Und ich vertraue ihm. Ich glaube, ihr könnt das alleine schaffen. Hätte der Abt nicht einfach ruhig sein können, dann hätte ich jetzt vielleicht zumindest ein bisschen Unterstützung gehabt. Der Anführer der Oger heißt Schädelspalter. Er ist groß, er ist gemein und er ist böse. Aber ihr könnt ihn besiegen. Ich würde euch gerne Soldaten zur Seite stellen. Aber ein weiterer Kampf liegt in der Luft und sie müssen sich vorbereiten. Wie hieß der? Ach ja, Fleischwolf hieß der in der einen Stadt, den wir getötet haben. Fleischwolf, jetzt haben wir den Schädelspalter. Klingt wunderbar, die Namen hier. Alle sympathische Leute. Diese Schlacht ist seit langem überfällig. Aber es ist die Schlacht des Murta-Clans und nicht eure. Ihr müsst gegen die Oger kämpfen. Ich muss Schädelspalter töten und die Oger daran hindern, durch den Berg zu kommen. Ja, das oben klingt jetzt schon wieder nach was anderem. Also das klingt doch wieder eindeutig nach dem Omen. Die Eisenhände haben eine Kaverne genutzt, um durch die Berge zu gelangen. Ich habe eine Gruppe Minenarbeiter losgeschickt, um die Kaverne zum Einsturz zu bringen. Aber sie haben sich nie zurückgemeldet. Findet sie und helft ihnen, ihren Auftrag zu erfüllen. Danach können wir aufräumen, was noch übrig ist. Na, ob die Minenarbeiter noch alle am Leben sind, das wird mich ja überraschen. Nun wird es Zeit für euch, sie fertig zu machen. So, und Level Up. Auch ganz nett. Hatte mich eben schon gewundert, weil eigentlich war die Quest schon stehen geblieben, so gesehen. Und, also nach der Quest war oben die Anzeige stehen geblieben. Und da hatte ich mir schon so gedacht, hä? Das ist doch schon auf 19 umgesprungen. Was ist denn jetzt hier los? Aber das hat es jetzt scheinbar erst nach dem Chat so gesehen, nach der Unterhaltung aufgelöst. Dadurch sind die Quests jetzt auch gelb geworden. Du kannst aber schön schreien. So, 8 Zähne hat er dabei. Bär? Okay, Bär. Hallo, Bär. Sieht ziemlich beeindruckend aus, der Bär. Hallo, ich stand daneben. Schade, keine Ogerzähne.
Man hätte ja sein können, dass die einen Ogre gefressen haben oder so. So, das mit dem Kessel hier ist jetzt die Frage, ob das allgemein hier zu dem Gebiet zählt, wenn ich die Quests hier normal gemacht habe. Gehe ich jetzt erstmal von aus, denn momentan habe ich hier auch noch keine neue Quest angezeigt, also bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, als die ganz normalen Quests, die ich hier habe, einfach mal zu machen. Ich muss echt stark sein, wenn ich so einen einfachen Ogerschlag einfach mit meinem Bogen blocken kann. Und dann fallen sie hin. So, die hatten nur 7 Zähne. Können sich mal entscheiden, wie viele Zähne sie haben. Scheint irgendwas in der Entwicklung schiefgegangen zu sein, dass die unterschiedliche Zähneanzahl haben. Irgendwie konnte ich mich kurz nicht mehr bewegen. Nice. Das ist natürlich schon verlockend, den anzuziehen, muss ich gestehen. Aber eigentlich, ich will eigentlich keine schwere Rüstung anziehen, ist das Problem. Irgendwo hier müsste ein Wegschrein sein. Wo ist denn der Wegschrein genau? Ach nee, der ist so weit hinten, den hole ich jetzt noch nicht. Nein. Eigentlich habe ich geblockt, aber das interessiert den Bären nicht. Ich hab doch gerollt. Und hör auf, mich anzuschreien. Was ist hier los? Wer ist er denn so? Er ist ein anderer Spieler scheinbar, aber... Vielleicht ist er gestorben. Ah, ich glaube, er ist gestorben und hat sich wiederbelebt. Könnte zumindest sein. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Ist er hier der einzige Minenarbeiter, der überlebt hat? Dann hat er ja gleich eine Aufgabe vor sich. Bitte, ihr müsst es beenden. Wir waren so dicht dran. Nur diese letzten 3 Stützbalken. Und wir haben sie zum Einsatz gebracht. Bumm, keine Oger mehr. Wie ich vermutet hatte, sind nicht mehr große Minenarbeiter übrig. Es ist niemand mehr übrig, dem man noch helfen könnte. Nur ich. Und ich bin völlig erledigt. Aber wäre man erst einmal an den Ogern vorbei, könnte man die Sache mit einer Spitzhacke allein zu Ende bringen, indem man die Stützpfeiler beschädigt und alles zum Einsturz bringt. Man zertrümmert die Pfeiler und rennt um sein Leben. Ich könnte mir da Sinnvolleres als eine Spitzhacke vorstellen, aber... Ja. Einfach den Hügel runter. Shamar Grolorga hatte eine. Als wir geflohen sind, haben die Oger ihn verfolgt. Ich habe ihn schreien gehört. Seine Spitzhacke sollte dort sein. Ich würde euch meine geben, aber sie ist alles, was mir zur Verteidigung bleibt. Falls die Oger mich sehen, möchte ich zumindest mit der Hacke in der Hand sterben. Ja, die lasse ich ihm. Dann habe ich zwar eine Aufgabe mehr so gesehen, aber da ich sowieso noch Ogre töten muss, ja. Ich möchte ihm jetzt nicht seinen letzten Wunsch, falls er es tatsächlich nicht schaffen sollte, jetzt hier seine Spitzhacke wegnehmen. So bin ich nicht drauf. Hey, war das ein leichter Helm? Ja, das ist doch mal ein neuer Helm immerhin. Yeah. Wundervoll. Habe ich sonst eigentlich noch was gefunden? Ich glaube nicht. Endlich mal so eine optische Veränderung am Charakter. Gab es ja jetzt schon länger nicht mehr. Das meiste an der Rüstung fällt ja nicht groß auf und ich glaube, ich habe auch ewig nichts mehr verändert gehabt. Von daher doch mal ganz nett, was Neues zu haben. Was ist das? So. Oh, der hat 12 Zähne, der eine. Nicht schlecht. Gerade ein Frosch im Hals, Entschuldigung. So. War ja jetzt nicht so schwer, einfach die andere Spitzhacke zu holen. Von daher.
Irgendwie sind das zwei Bären. Egal, nehme ich gleich einfach mein Ulti, dann passt das. Wofür habe ich's denn? So. Ich bin dafür, dass die Oger fressen und mir dann die Zähne der Oger geben, wenn ich ehrlich bin. So, hier geht's in die Mine rein. Oder in die Höhle. Eine Mine ist es ja nicht. Wobei, doch, es ist eine Mine, sonst wären hier keine Stützpfeiler drin. Jetzt ist die Frage, wie wir das hier anstellen gleich mit den Stützpfeilern und wie die, ob die verteilt sind. Wobei, wenn ich auf die Map gucke, sind die Stützpfeiler auf jeden Fall verteilt. Ich muss ja prinzipiell wieder raus aus der Mine. Das heißt, ich sollte möglichst nicht... Ja, toll, die Mine hat keine... ja, die Mine hat keine extra Map. Ja, das heißt, ich sollte möglichst nicht unbedingt direkt den ersten Stützpfeiler zerstören, wenn ich danach noch rauslaufen muss. Ja. Per Umfeld. Das sah echt gut aus. Stirb. Als würde er sich so, oh ja, ich leg mich mal schlafen, ich bin erschöpft. Okay, die Stützpfeiler sind alle nah zusammen. Da ich tatsächlich die Befürchtung habe, dass ich laufen werden muss, töte ich hier erstmal alles. Ich meine, im Zweifelsfall ist es ja nicht so, dass ich am Ende weglaufen muss, aber... Ja, ich traue dem noch nicht. Ach, der mit seinem Schrei. So, da hatte einer immerhin 10 dabei. So, und da haben wir Schädelspalter sogar direkt. Eigentlich habe ich ja gar nicht mehr die Aufgabe, ihn zu töten, glaube ich, oder? Habe ich noch irgendwie noch die Aufgabe? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich soll ich nur die... das Ding hier zum Einsturz bringen. Aber da er neben dem Pfeiler steht, bleibt mir nicht mal was anderes übrig. Da muss aber ein bisschen schneller sein. Und down. Ja, dann fange ich mal hier tatsächlich... Wobei, das sieht auch aus wie ein Ausgang, oder nicht? Also jedenfalls ist da eine Spalte. Wie gesagt, ich halte das nicht für die beste Idee. Oh Gott, da kommt tatsächlich schon was runter. Ich denke, es gäbe bessere Methoden, so einen Stützpfeiler zu zerstören. Eine Axt oder so vielleicht. Aber Spitzhacke? Ich weiß ja nicht. Und laufen. Und laufen. Oh Gott. Habe ich es jetzt nicht geschafft oder muss das so? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das gekommen ist, weil ich, ob ich getroffen wurde und so gesehen kurz ohnmächtig war davon, oder ob das einfach so war. Werde ich nie herausfinden, aber auf jeden Fall haben wir es geschafft, dass wir den Gang hier zerstört haben. Ihr habt es geschafft. Ich konnte es nicht glauben, als ich den Krach hörte, aber ihr habt die ganze Höhle einstürzen lassen. Hätte euch fast das Leben gekostet. Ja, in der Tat. Ich weiß selbst nicht, wie ich da rausgekommen bin. Eigentlich wurde mir schon schwarz vor Augen. Ich habe die Ruinen durchsucht. Ich wollte gerade aufgeben. Ich bin aber froh, dass ich euch gefunden habe. Ja, vielen lieben Dank. Sonst wäre das unser Ende gewesen da drin. Nach dem, was ihr getan habt, war es mir eine Ehre. Ihr habt ihnen den Garaus gemacht. Unsere Soldaten haben mit den Nachzüglern aufgeräumt. Das war's mit den Eisenhänden. Ich bin sicher, dass General Godrun euch sehen will. Geht einfach den Berg runter und sucht nach ihm. Joa, perfekt. Damit haben wir die Aufgabe auch erfüllt. Ich hoffe mal, dass ich hier noch Oger habe. Denn, ja, Scheibenkleister. Bitte lass hier noch irgendwo Oger sein.
nein. Ich glaube, es sind keine... Oh mein Gott, ich glaube, es sind keine Ogre mehr da. Ich hätte die Quest zuerst beenden müssen. Ich glaube, ich hätte echt die Quest zuerst beenden müssen. Oh nein. Jetzt habe ich Erfahrung für... Da ist noch ein Bär. Bär ist doch gut. Bär heißt für mich, hier muss auch noch irgendwo ein Ogre sein. Okay, hier wahrscheinlich eher nicht. Da hinten gibt es irgendwelche anderen Quests. Ach, das ist doch jetzt ein Mist hier. Ich töte immerhin den Bär nochmal eben. Da oben ist ein Ogre. Ich sehe ihn. Nur wie komme ich da wieder hoch? Kann ich ihn einfach angreifen? Komm runter hier. Los. Komm her. Ich will dich töten. Von mir aus werf mit Steinen nach mir oder so. Ist mir egal, aber komm. Unglaublich. Gehe ich nochmal eben hoch. Ich hoffe, der steht da gleich noch. Ich hoffe, das war nicht irgendwie durch Phasing, dass der da stand. Und dass sobald ich neben ihm bin, er weg ist. Nee, da steht er auf jeden Fall. Ich glaube, 10 Zähne fehlten noch. Rang 2 war verlängert im Leid. Oh nein, jetzt fehlen immer noch 7. Glaubt das war? War das meine ultimative Hallo. Fähigkeit? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jetzt muss ich. Oh, meine Güte. Ich war so nach dem Motto: ja, pff, bis jetzt war immer genug an Gegnern da. Du darfst gerne mit draufhauen. Aber ich brauche seine Zähne. Das ist... Oh, meine Güte. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Na gut, prinzipiell kann ich mich gerade bedanken. Das ist ja ein zu wenig. Dadurch finde ich jetzt hier zumindest gerade noch den Himmelssplitter. Aber trotzdem. Verliert der tatsächlich einen Zahn zu wenig. Ich glaube, ich hatte auch 6... Einen Ogre mit 6 Zähnen. Doch, einen hatte ich davon schon. Aber... Ansonsten hatte ich welche mit 11. Ich glaube, der Meister hatte... Der eine hatte 12 fallen gelassen. Was macht der? Der lässt 6 fallen. Es ist unglaublich. So, jetzt könnt ihr von mir aus weiterleben, ihr komischen Ogre. Ich will nur noch meine Quests hier abgeben. Ab hier hinten ins Camp rein. Komme ich hier rein oder ist das hier zu? Ne, hier komme ich rein. Sehr gut. Dann gebe ich gerade als erstes mal die Ogerzähne ab. Ist nämlich ganz schön ekelhaft, eigentlich solche komischen Ogerzähne dabei zu haben. Ihr riecht nach Ogerblut und Sieg, Freund. Habt ihr die Zähne? Ja. Und zwar ganz schön viele. Aha, gute Arbeit. Generationen von Orks werden das bewundern, was ihr mit mir vollbracht habt. Ich habe auch weitere gute Neuigkeiten vernommen. General Godron meint, es stünde eine weitere Schlacht an. Dann nur mal los, sage ich. Ein sehr kriegswütiges Völkchen hier. Aber meine Güte. Solange ich meine Belohnung bekomme, ist das alles in Ordnung. Dann reden wir noch eben mit Godrun. Ich weiß... Ihr werdet es wahrscheinlich schon kennen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich das hier als Thumbnail benutzen werde. Entschuldigung, wir reden jetzt erstmal mit Godrun. Ihr habt also überlebt? Ich habe schon befürchtet, ihr werdet mit den Ogern begraben worden. Für den Einsturz dieser Höhle verdient ihr eine Medaille. Leider ist General Godrun nicht in der Lage, Auszeichnungen zu verleihen. Ja, ich spreche natürlich hier nicht mit Godrun, sondern mit, Olfin. Ich weiß es nicht. Als er die Kaverne einstürzen hörte, hat er verkündet, die Mission mit den Eisenhand-Ogern sei abgeschlossen.
Doch dann hat er mir befohlen, die Truppen zu sammeln und sie auf den Marsch nach Wegesruh vorzubereiten. Oh mein Gott. Ja, eindeutig das oben. Ich weiß nicht, was mit dem General passiert ist. Ich sage nur, dass er in letzter Zeit nicht derselbe war. Wenn es etwas gibt, womit ich ihm helfen könnte, sagt mir Bescheid. Ja, ja, irgendwie müssen wir auf jeden Fall das oben töten, bevor der General Schlimmeres anstellt. Sie sind oben. Ich weiß, dass Abt Durak erleichtert sein wird, euch zu sehen. Er meinte, wir sollen euch gleich zu ihm hinaufschicken, sobald ihr zurückkehrt. Was auch immer vor sich gehen mag, ich hoffe, ihr könnt General Gudrun helfen. Er ist wie ein Vater für mich. Ich hoffe, dass wir das mit dem Abt zusammen schaffen werden. So, mit diesem schönen fehlenden Objekt hier beenden wir die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, dann sehen wir morgen, ob wir den General irgendwie befreien können von dem Omen oder ob es schlimmer ausgeht. Bis dann!